Herzlich willkommen zurück zu Code Vein, meine lieben Schnitzelfreunde. Öffne dich. So, hier war ich natürlich noch nicht, also hier kann auch gefährlich sein. Ist wieder so ein Aufzug. Und das Springen ist nicht so toll, glaube ich. Langer Aufzug, ja? Das ist so ein Ladeaufzug. Wo die Ladetunnel sonst. Ja, guck mal. Ach, schon da, ja, ist klar. Hey, hey, hey. Sieht aus wie in den Tiefen. Let's turn back for now. Want to try to look for the key? Aha. Ja. Dann weiß ich jetzt aber nicht, wo wir hin müssen. Wenn wir hier einen Schlüssel brauchen. Muss ich wahrscheinlich jetzt alle Gegenden nochmal abknabbern. Abklappern. Jo. Vielleicht in der Basis nachgucken. Das Eisgebiet haben wir jetzt auch noch nicht erforscht. Fragen über Fragen. Choose our path. Gehen wir mal in die Basis, komm. Ist die Vergangenheit? Nee. Also in die Basis. So. Ah, Laderuckler. Oh, das Mädel ist auch da. I brought you something from the shelter. Provisions that you might be able to use. Please take them if you think they'll help. Ja, nice. The hunter. What does he want with Nicola? What is he planning to do to him? I've really got to get stronger now. Da ist unser neues Ziel, oder? Suche nach der Tür, die zum Nachfolger führt. Erkundungsziel. Untersuche Kathedrale des Heiligen Bluts. Ja, habe ich doch. First, I want to thank you for helping us complete our investigation of the source. Ja. Without your help, we never would have learned the truth or realized the gravity of the current situation. And we're not finished yet. So I want to say, glad to have you here. The ja, gut. Will get more intense from here on out. Make sure you're prepared. Jetzt weiß ich aber nicht, wo ich hin muss. Ja. Ist irgendwo in der Kathedrale. Gruft, Brustkorb, Gruft. Vorderseite. Innerer Turm. Ach, da ist auch so eine Tür. Auf dem Bild zumindest. Oder waren wir da gerade? Da waren wir gerade, ne? Ja, da ist der Aufzug. Okay. Dann brauchen wir den anderen Punkt. Teleport. Abgeschlossener Raum. Wie, ich teleportiere mich jetzt in den gleichen Raum.
Da passt schon, ja? Ja. Und hinter Tür Nummer 3 ist ein lila glühendes Ding. Alright, let's go find that successor. Aktivieren. Aha. Und teleportieren, ja? Ja, ja, natürlich. Okay. Ah ja, Schneegebiet. Sounds like a snowstorm, doesn't it? Ach was. We have to push through. Is that a giant judgment way off in the distance? Ja, aber weil ich wollte ja im Schneegebiet eigentlich. Eigentlich wollte ich da ja. Die Mia mitnehmen. Also machen wir das jetzt kurz. Komm, Mia. Zeig, was du kannst. Was für ein Dorn? Ich sehe gar nichts. Ja. Der Blizzard. Oh, steht auf. Eisriese. Aha. Da ist Loot, aber wo? Er ist so weiß. Königin Stahl. Ist sicher versperrt? Ja, ist klar. Was ist für der Gegner gefunden? Ja, durch die Tür. Ah, durch die Mauer. Voll. I wish all the enemies here were frozen stiff too. Autsch. War schon praktisch, so ein Fernkämpfer. Ja, was machst du? Und Selbstmörder wahrscheinlich, ja? So ein. Der springt dich an und explodiert. Typ. War das schon hier? Aha. Hätte man ja auch sagen können, dass da jetzt nicht runterfallen darf. Ich dachte, das ist so ein Geheimweg. Ja, so, mir geht's so, wie es jemandem geht, der gerade in den Tod gestürzt ist. Ja? Sonst ganz gut. Ja. Jetzt wissen wir ja, dass da hinten Hunde sind. Können wir jetzt auch durchschlagen, ja? Nicht. Jetzt sehen wir vielleicht den Bombenfuzzi in Aktion. Ja, ist halt echt so einer, ne? So ein Granatentyp. Der überlebt es auch noch. Ja. Ein Loot. Den man kaum sieht. Den nehmen wir mit. Wo ist er? Ah, hier. Königin Stahl, ja, nice. It was at this moment that he knew. He fucked up. Nein! Also jetzt peinlich. Hey, are you okay? Das ist jetzt peinlich. Es waren auch verdammt viel, wie nennt man das Zeug eigentlich hier in dem Spiel? Seelen. Zeugs. Naja.
Egal, kann ich dir auf Screen nachholen. Oh, es läuft mit jedem Versuch schlechter, ja? Ja, ja. So, jetzt diesmal fallen wir nicht in das Loch. Mia. Bist du da runter? Die ist gerade da runtergefallen, ne? Und wieder hochgespawnt. Aber da hätte ich nie runtergeguckt sonst. Jetzt hole ich mir zuerst die Seelen zurück, ohne wieder in das Loch zu hüpfen. Dann ist da eine Truhe. Ja. Und dann wäre das Spiel eigentlich, dass ich da hochgehe, ne? Aber will ich nicht. Ich gehe da runter. Ich hab's falsch gemacht anscheinend. Jo. Autsch, zu der weh. Mal noch mal heilen. Watch for potential ambushes. Ambush, ja. Ah ja. Neuer Gegnertyp. Kann ich mal hochbuffen und Angriff. Stahl, 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 Stahl. 4 und Chrom. In the past, just touching this would have given me frostbite. Ja, nice, komm. Benutzen. Sind unsere Heilungen stärker, glaube ich, oder wir haben mehr? Eins von beiden. Und damit haben wir den Kreislauf aufgeschlossen. Kreislauch. Kreislauf. Heute habe ich es mit ihm sprechen. Der Kreislauch. Wer kennt ihn nicht? Was da unten? Nee. Nicht echt jetzt. Ah, gefährlich, gefährlich. Was ist da drüben? Danke für den Tipp. Du lebst? Nein. Dann kann ich mich wieder aufladen hier. Die Musik. Da, 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 da. So, du hier, Freundchen? Nein. Ach, nicht wieder Coronavirus. Nicht?
Was erwartet man hier? Normalerweise? Boah, jetzt hat's geruckelt. Ja, hier ist wieder Ladezone. Oh, ruckel, 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 ruckel. Ruckel, ruckel. Alter. Ich brauche dringend einen neuen PC. Slide. Hey! Nicht. Aha. Gut, Violett kann man nicht öffnen. Dann noch nicht. Vielleicht erst, wenn wir den nächsten Wächter befreit haben. Aber gut, dass wir jetzt wissen, wo das ist. Und ist wieder eine Missile nebenbei, ne? Ja, ruckel, 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 ruckel. Lass ein bisschen laden. Schnell weg. A fork in the road. Eine Gurbel. Ja, 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 hier. Karte erstmal aktualisieren. Dann haben wir hier Fion Überrest. Der erste, glaube ich, oder? Gehen wir jetzt wieder zurück? Ja, hier hoch, ne? Hier hoch ist richtig. Ja. Bio-Seife. Also Bio ist für mich Abfall. Ja, in der Höhle schneit's. Ah, ja, ja, der Corona. Och, die verlangsamen auch noch, die Dinge. Nein, nein, nein. Oh, nein, nein, nein. Weiche von mir. Alter, das hält der aus. Wieder Gegner. Im Frühwarnsystem. Haha! Hab ich dich. Ich auch. Oh ja, es hält jetzt schon gut. Wenn man es so vergleicht mit dem Anfang, wo die Regeneration fast gar nichts gemacht hat. Of you. Yeah. I think I'm beginning to understand why people take up hiking as a hobby. It's just like before. Nicola, what could have brought you all the way out here? You... weren't you turned to ash? Stay alert. This could be a trap. Nicola... is that... really you? Are you trying to tell me something?
Der neue Geist. What the hell was that? Oh. A vestige. Then are his memories inside? Each successor has the ability to manifest their crypt in a form that will best suit them. What will you choose for yours, Nicola? Well, if it's my choice, I want something cool. Like a giant robot that fights evil. I'd suggest a place that puts your heart at ease. A place where I can relax? Okay, I've got it. So when I become a successor, can I use my power to make a copy of myself? Mia may look tough, but I know she gets lonely. I think she'd be really sad if she knew I was gone. I'm sorry, but no. The relics are simply too dangerous. The more you use their power, the greater the risk of frenzies. And maintaining a duplicate of yourself would be far too much of a strain. I'm afraid I cannot allow it. Besides that, your crypt will block any transmissions from the world outside. Even if your duplicate was with your sister, you wouldn't know. You wouldn't share any of its experiences with her. Here it is. This place is your battlefield, successor. Okay, then. I'm off to fight. You're the bravest fighter we have. I pray that you have a long and peaceful rest. I'm sorry, Jack. Nicola, a successor. Up until now, all that time I was with Nicola, he was just a copy he made of himself. That means when I awakened as a revenant, he was already... I see. That does explain it. That's why he didn't get better after taking the blood beads. You can't be! The two of us, we were always together. We were always going to stay together. And now, after all this time, he... I didn't know. I never even suspected. Poor Nicola was alone this whole time. I think we'll find him farther up ahead. Let's go see him. That's why we're here, right? Ja, krass. Der kleine Junge. Sich anscheinend schon geopfert, bevor Mia ein Wiedergänger wurde. Weil er zuerst irgendwie zurückkam. Ui. Wir müssen ihm auf jeden Fall helfen. Oh, oh mein Gott.
Der mich jetzt erschreckt. Ja, überall, oder? Toll. Das ist auch einer, oder? Ja. Obvious. Ja. Alter. Nein. Sieht das wieder los. Ja. Komm, wir gehen besser da, wo wir schon gegangen sind. Da ist ein Gegner. Da sind die zwei gewesen, ja. Oh, noch ein Hundi, ja, der ist neu. So, wie war das? Da vorne ist noch ein Gegner und dann ist da die Eisbrücke. Die mich anscheinend nicht aushält. Alter, der hätte ja auch aus, ne? Alter, was? Nein. Was ist jetzt hin? Ist er runtergefallen? Haha. 4 und Überrest D. Und da ist wieder so eine Falle. So leicht kriegt er mich nicht mehr. Alter, was? Die aggrot einfach. Da geht's rüber, oder? Jo. Da ist aus. Toll. Ja, wie komme ich da rüber? Muss ich die Waffe ablegen, oder? Oder wie, oder was? Wenn ich leichter bin. Oder rede ich totalen Bullshit? Da ist ja der gleiche tolle Special. Ich weiß, wenn ich darüber gehe, sterbe ich. Was soll das? Kann man langsam gehen? Bringt das was? Ah. Ja, ja, danke. Ich glaube, wir gehen ganz da drüben. Hundi. Den Effekt kenne ich nicht, den die machen. Paralyse. Aha. Ganz toll. Kann mich nicht bewegen. Ah. Alter, was? Und das war's auch schon für diese Folge. Wenn dir das Video gefallen hat und du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere gerne meinen Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast, oder lass mir ein Like da. Oder schau dir auch gern eins der vorgeschlagenen Videos an und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme.